Salü und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute machen wir wieder kleine Bitterteigtaschen, so als Partysnack mit Gemüse gefüllt. Für unsere Bitterteigtaschen haben wir natürlich Bitterteig, Zucchini, Tomate nehmen wir, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln. Bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer. Und ich habe hier so einen schönen Schnittknoblauch, der kommt da auch mit rein. Ne? So, erstmal den Herd vorheizen für die Pfanne. Dann schneiden wir unser Gemüse. Zucchini. Mache ich alles sehr, sehr kleinwürfelig dann. Rote Paprika. Knoblauch. Ich habe hier so einen frischen französischen Knoblauch. Das war mein persönlicher Favorit. Kleine Tickmilder. Braucht man vielleicht ein bisschen mehr, aber schmeckt eigentlich super lecker. Der wird in Frankreich auch als Gemüse serviert. Ne? Das ist schon nicht schlecht, schon lecker, wirklich. Würfeln, einmal kurz andrücken. Ein bisschen Olivenöl in die Pfanne rein. Gib die schon mal rein. Tomaten klein. Auch die müssen halt klein. Alles immer am besten in die gleiche Größe. Können natürlich auch normale Tomaten sein, ne? Ich habe gar keine im Haus. Cherry-Tomaten. Anschwitzen, pfeffern, salzen, gib mal ein bisschen getrocknete Kräuter der Provence dazu. Tomatenwürfelchen rein. Im Prinzip so eine Art Ratatouille, was wir haben, ein kleines Ratatouille. Da war der Herd schon mal aus. Man könnte natürlich ein bisschen Käse noch reinmachen, gleich in die Füllung oder Paniermehl, aber das schmeckt auch wirklich sehr gut, nur so. So, dann haben wir unser Bitterteig. Schneiden wir mal gleichmäßige Stücke. Boah, macht sie mal nicht zu klein, die Taschen. So. Brett, dann kann man ein bisschen besser zu arbeiten.
Füllung rein, in die Mitte im Prinzip. Klappen wir das zu. Haben wir ein Dreieck. Einmal mit der Gabel zumachen. Natürlich besser sogar, wenn ihr diese Gemüsefüllung vorbereitet, ne? Weil jetzt haben wir eine warme Gemüsefüllung auf dem Blätterteig, ne? Das ist natürlich nicht so ganz so optimal, ne? Weil natürlich sehr zart ist der Blätterteig, gerade dieser frische und sofort weich wird. Wer mag, macht hier noch ein bisschen Mozzarella mit dran. Ein bisschen Reibekäse rein. Das Ganze geht dann gleich so 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Et voilà. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Blätterteigtaschen waren jetzt 15 Minuten drin gewesen mit dem Gemüse. Guck mal hier, fertig sind sie. Super lecker, ne? Ganz einfach. Lässt sich auch schön vorbereiten. Ne? Also könnt ihr auch einen Tag vorher machen. Einfach in den Backofen schieben, auf ganzes Blech vielleicht. Habt ihr einen super leckeren Snack.